Hans-Jürgen Dürner, Sie kennen die belgischen Fußballer aus dem FF, waren Kapitän beim bemerkenswerten 2:1-Sieg 75 in Belgien, beim 0:0-Länderspiel in Leipzig, dann 78 auch beim 0:0-Spiel in Magdeburg. Wie sehen Sie die Chancen gegen die Belgier? Was muss man tun, um gewinnen zu können? Ich möchte erst mal sagen, dass die Belgier wirklich eine sehr starke Mannschaft zusammen haben. Aber wir sind sehr optimistisch und ich hoffe natürlich, dass wir in Leipzig erfolgreich spielen können. Wir werden auf jeden Fall voll auf Angriff spielen müssen, um diese belgische Mannschaft unter Druck zu setzen. Ihnen wird eine Schlüsselposition im Mittelfeld zukommen. Was meinen Sie? Was wird von Ihnen abhängen? Wo sehen Sie noch Reserven? Ja, ich persönlich sehe Reserven darin, dass wir unser Spiel in der Angriffszone doch etwas schneller durchführen müssen, um eventuelle Lücken in der belgischen Abwehr zu erschließen. Sie stehen vor dem 83. Länderspiel wohl. Wie ist die Stimmung, die Atmosphäre vor seiner bedeutenden Begegnung? Die Stimmung und die Atmosphäre in unserer Mannschaft ist sehr gut und wie gesagt, wir sind sehr optimistisch. Ich drücke Ihnen beide Daumen, wie der ganzen Mannschaft. Alles Gute, toi, toi, toi. Dankeschön. Unsere Spieler hier, Bodo Rottweiler, gefragte Interviewpartner. Diesem Aufgebot gehört unser Vertrauen. Dr. Krause, Streich, Triloff, Trautmann, Stamann, Schnupphase, Baum, Liebers, Dörner, Trainer Petersdorf, Pommerenke, Kühn, Heun, Heine, Rottweiler, Richter, Busse und Kreer. Einen besseren Einstand, Hans Richter, kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Drei Länderspiele, drei Tore. Worauf führen Sie das zurück, dass Sie so schnell und gut Fuß gefasst haben? Ich muss erst mal sagen, dass mir relativ leicht gemacht worden ist in der Mannschaft. Speziell auch die älteren Spieler, dann auch im Streich und so, gute Zusammenarbeit. Und auch im letzten Spiel eine gute Vorbereitung gewesen von Bomberenke und auch Ronald Kreer, wo dann durch einen drauf gefallen sind. Ich muss sagen, dass ich gute Unterstützung in der Mannschaft gefunden habe. Was meinen Sie gegen die belgischen harten Verteidiger? Wo sehen Sie da Ihre Chance? Naja, unsere Chance ist ja immer im Konterspiel gewiss auch, weil die Belgier auch durch die Abseits fallen. Und ich denke auch aufgrund meiner Schnelligkeit, dass dort einige Vorteile erzielen kann und müssen abwarten müssen wird. Dazu wünsche ich Ihnen schon alles Gute und vielleicht wieder ein Tor. Danke.